Mein Name ist Michael Schulenburg und ich bin hier im neuen Parlament der Europäischen Union für das Bündnis Sahra Wagenknecht. Heute ist die Eröffnungssitzung und gleich zu dieser Eröffnungssitzung haben wir eine Resolution der Parlamentsmehrheit bekommen zum Ukraine-Krieg. Und dazu will ich jetzt Stellung nehmen. Ich habe versucht, im Parlament Stellung zu nehmen. Das ist mir verweigert worden. So werde ich jetzt durch dieses Medium zu den Parlamentariern sprechen wollen, aber auch zu der Öffentlichkeit über diese Resolution. Wir, das Bündnis Sahra Wagenknecht, wir werden immer alle Resolutionen unterstützen, die auch der Ukraine hilft und vor allem den Menschen in der Ukraine hilft. Aber diese Resolution geht es gar nicht um die Menschen in der Ukraine. In dieser Resolution geht es um Krieg. Das ist eine grausige Resolution, in der gefordert wird, dass dieser Krieg bis zum endgültigen Sieg über Russland weitergeführt wird. Es gibt gar kein Zeitfenster dafür mehr. Man will alle Waffen einsetzen, man will viel mehr Geld da reinmachen in diesen Krieg. Und vor allen Dingen, man lehnt jede Form der Verhandlungen oder einer friedlichen Lösung dieses Krieges ab. Das ist natürlich eine schreckliche Sache. Denn dieser Krieg ist ja schon 2,5 Jahre alt und hat unglaublich viel Opfer und menschliches Leiden erzeugt. Die Zerstörung in der Ukraine, es ist jetzt wahrscheinlich das zerstörteste Land in Europa, kommt ja nicht nur von den russischen Waffen. Die kommen auch von unseren Waffen, die wir liefern. Denn beide, unsere Waffen und russische Waffen, werden ja auf ukrainischem Territorium eingesetzt. Wir beteiligen uns also an der Zerstörung der Ukraine. Es gibt bestimmt in der Ukraine heute über 100.000 Tote, meistens junge Menschen. Und es gibt wahrscheinlich mehrere hunderttausend junge Menschen, die entweder seelisch oder körperlich verkrüppelt sind. Die Ukraine ist heute das ärmste Land in Europa geworden. Die Ukraine ist wahrscheinlich auch das verschuldetste Land in Europa geworden. Denn in unserer Großzügigkeit geben wir das meiste, was wir den Ukrainern geben, in Form eines Kredites, den sie nie bezahlen können. Und die Ukraine ist natürlich auch das Land, das sich am stärksten in Europa entvölkert. Heute wohnt vielleicht nur nach manchen Angaben die Hälfte der Bevölkerung der Ukraine wie zum 1991 zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit. Ich weiß nicht, was die Verfasser dieser Resolution vorhaben. Es ist ein unglaublicher Blutzoll, den die Ukrainer für eine geopolitische Interessen uns Europäer und der Amerikaner bezahlen und weiter bezahlen sollen. Das wird von einer Parlamentsmehrheit unterstützt, von denen keiner einen Sohn, eine Tochter in diesem Krieg hat, von keiner einen Sohn oder eine Tochter verkrüppelt zurückbekommen wird. Keiner von denen wird finanzielle Sorgen wegen dieses Krieges haben. Und trotzdem sind wir diejenigen, die jetzt hier mit dieser Resolution diesen Krieg weiter vorantreiben und intensivieren wollen. Waffen und Krieg werden uns keinen Frieden bringen. Deswegen appelliere ich an alle Abgeordneten dieses Parlaments, ihr Gewissen zu benutzen und diese Kriegsresolution abzulehnen. Denn es ist eine Kriegsresolution. Was wir brauchen, ist eine Friedensresolution, die den Weg für eine friedliche Lösung des Konfliktes uns vorzeichnet. Und ich appelliere auch an die Öffentlichkeit in Europa und vor allen Dingen in Deutschland, sich nicht von den Kriegsnarrativen in unseren Medien einfangen zu lassen. Krieg hat nichts Heldenhaftes. Wir sollten gerade in Deutschland wissen, dass einen Krieg zu unterstützen für uns keine Option sein durfte. Oder wie Willy Brandt gesagt hat, ohne Frieden ist alles nichts. Das sollte für uns gelten. Das ist die Maxime, nach der wir handeln sollen, auch in diesem Parlament. Vielen Dank.